Herzliches Hallo von Michael und Ramona. Während deiner Beschäftigung mit dem Konzentrationslager Mauthausen und seinen Außenlager hast du nicht nur viele Fotos betrachtet, sondern dich auch mit dem ein oder anderen näher beschäftigt. Heute sollst du nun erfahren, wie es möglich war, dass Fotos vor der Vernichtung gerettet werden konnten. Ein Retter war der Spanier Francisco Boys, der Fotograf von Mauthausen. Francisco Boys Campo wurde am 14. August 1920 in Barcelona geboren. Schon in jungen Jahren war er an der Fotografie interessiert und so kam es, dass seine ersten Fotos 1936-37 in einer Jugendzeitschrift erschienen. Mit 17 Jahren wurde er Mitglied der Vereinigten Sozialistischen Jugend Kataloniens und kämpfte gemeinsam mit Genossen gegen das Franco-Regime. Als Franco dann an die Macht kam und Spanien hitlerähnlich regierte, mussten sie das Land verlassen. Er floh, wie viele andere Spanier, nach Frankreich und wurde letztlich doch dort 1940 verhaftet. Über verschiedene Kriegsgefangenenlager wurde er schließlich am 27. Januar 1941 nach Mauthausen deportiert. In den größeren Konzentrationslagern, so auch Mauthausen, gab es einen Erkennungsdienst. Für diesen machte die SS nicht nur die verschiedensten Fotos von den Häftlingen, sondern dokumentierte zum Beispiel Baufortschritte des Lagers, aber auch den Besuch von hochrangigen NS-Funktionären. Diese Negative wurden dann im Fotolabor des Erkennungsdienstes von Häftlingen entwickelt. Im Laufe des Jahres 1941 begann dann Francisco Boys im Erkennungsdienst zu arbeiten. Und er war sich sicher, dass irgendwann der Faschismus vorbei sein wird und man Beweise für die Gräueltaten der Nazis braucht. Somit begann er schon 1942 gemeinsam mit zwei anderen Spaniern Fotonegative aus der Baracke des Erkennungsdienstes zu schmuggeln. Es wurden kleine Teile der Negativstreifen in Zeitungspapier eingewickelt an andere Spanier übergeben, die zum Beispiel in der Tischlerei oder im Desinfektionsraum der Waschküche arbeiteten und dort auch die Päckchen verstecken konnten. Allerdings, es musste ein Weg gefunden werden, um die Negative aus dem Konzentrationslager zu bringen. Denn sollten sie gefunden werden, bedeutete das das Todesurteil. Ihr erinnert euch sicherlich an das Video Kinder und Jugendliche und das Poschacher Arbeitskommando? Ihnen wurden die Negative, die zum Beispiel im Schuhabsatz rausgeschmuggelt wurden, übergeben. Dadurch, weil sie 1944 aus dem Konzentrationslager Mauthausen entlassen wurden, konnten sie sich frei im Ort Mauthausen bewegen und somit auch sich mit der Widerstandskämpferin Anna Pointner anfreunden. Der Anna Pointner wurden dann die Negative übergeben und diese hat sie dann in ihrer Gartenmauer versteckt. Kurz vor ihrer Flucht versuchten die SS-Leute, kompromittierende Fotografien systematisch zu vernichten. Aber auch davon wurden einige gerettet. Am 5. Mai 1945, am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Amerikaner, wurden die Negative von Francisco Boys gemeinsam mit anderen Spaniern von Anna Pointner abgeholt. Sofort, zurück im Lager, entwickelte er Negative und beschriftete die Fotos auf der Rückseite. So hat er die Vorkommnisse auch dokumentiert. Er nahm sich aber auch Kameras, um die Befreiung, aber auch um den Lagerzustand zu dokumentieren. Francisco Boys ist so zum Fotografen von Mauthausen geworden. Und er war dann auch beim Verhör des Lagerkommandanten Ziereis durch die Amerikaner als Zeuge dabei. Sein Wissen und die Negative waren aber auch wichtige Beweise beim Nürnberger Prozess, bei dem er als Zeuge aussagte. Es wurden nicht nur über den Prozess, sondern auch über Mauthausen in französische Zeitungen berichtet. Francisco Boys zog nach der Befreiung nach Frankreich und arbeitete in Frankreich als Fotograf, denn in seiner Heimat konnte er nicht zurück. Da regierte Franco immer noch.
Du siehst jetzt Fotos in Freiheit entstanden. Am 4. Juli 1951 verstarb Francisco Beuys in Paris an Nierenversagen, bedingt durch die Haft im Konzentrationslager. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Die Negative befinden sich heute im Historischen Museum Barcelonas.